Nur bin ich in den Druck gelaufen. Okay, hier. Hier geht's weiter. 77%. Lauf und 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 lauf. Also der Musik nach zu urteilen, als ob ich um mein Leben laufen würde. Und ich habe ein bisschen Angst vor dem, was ich da jetzt sehe. Schilf. Okay. Ich bin Schilf. Ein Diener von Mammon. Seit 1000 Jahren warte ich auf seine Rückkehr. Wenn ich mich nicht täusche, spüre ich bloß 3 Edelsteine. Das war ja mal sehr aufschlussreich. Hallo Schilf. Wer ist Mammon? Was machst du hier? Warum kannst du Edelsteine spüren? Warum muss ich jetzt gegen dich kämpfen? Dann schaue ich mir noch erstmal an. Schaue ich mir doch nochmal an. Nein, immer noch nicht. Ah, endlich. Wind. Stand da gerade 1000. Und wie viel hier? Ich denke mal, in diesem Kampf kann ich keine Nachbildung einsetzen. Okay. Schilf. Schilf. Was mache ich? Diese Wind. Ich habe immer noch nichts. Ich muss mich davon nicht unbedingt treffen lassen, glaube ich. Irgendwie macht das sehr randommäßig Schaden, oder? Benutzt sie jetzt nur diese eine Attacke? 25, jetzt heile ich mich aber kurz. Und jetzt. Warte mal, wo war der denn? Zauberschranke. Na, ist euch etwas aufgefallen? Meine Zauberschranke ist weg. Und jetzt kriege ich erstmal wieder Schaden. Hole ich mir eine weitere Zauberschranke. Ja, sie verhindert wirklich gerade, dass ich Schaden bekomme. Das ist natürlich der perfekte Zeitpunkt, um sich schön zu heilen. Weißt du was? Schilf. Ich hab einen Stein für dich. Ich glaube. Ah, doch, der geht auch. Das ist gut. Und irgendwie kann ich der Attacke nicht wirklich gut ausweichen. Aber wenn ich sie mit der Level 1 Fels auch erwischen kann, der ja nur kleiner ist,
und einen dadurch schwieriger treffen lässt. Was ist los? Warum nutzt du auf einmal die Attacke? Da war ich jetzt gar nicht drauf vorbereitet. Miep. Jo, wum, wum, wum. Zauberschranke. Wobei, was haben wir denn? Geheimer Trank aus Keltland. 150 TP. Erhöht Verteidigung. 1,5. Zeiten. Bann deinen Feind durch ihren Ton. Nee. Ich werde jetzt einen Heiltrank zu mir nehmen. Und ich werde jetzt einen Heldentrank zu mir nehmen. Ich werde jetzt eine Zauberschranke schaffen. Und ich werde jetzt einen Fels werfen. Ah, komm. Schau mich nicht so an. Denn ich weiß bestimmt, wo du gerade wieder... Es ist viel schlimmer, es ist für immer. 25 Schaden. Ja! Und wir haben ein nächstes Level-Up erreicht. Für dieses nächste Level-Up gehe ich einfach mal wieder auf Wind. 250 Punkte haben wir jetzt. Ich habe mich gar nicht großartig bewegt hier in dem Raum. War da vielleicht noch etwas? Geist oder so? Scheint auch nicht. Dann laufe ich mal weiter. Es bleibt jetzt gerade ein bisschen rätselhaft, wer ist eigentlich jetzt hier Marmon? Warum stand Schilf da und hat irgendwie 1000 Jahre gewartet? Ja. Bediene ich mich doch mal. Okay, sorry für den Schnitt. Dann geht's jetzt hier weiter. Ich hol mir einen Wassergeist und hol mir ein Silberamulett ab. Sowie einen Heiltrank. Schaue ich mich hier noch ein bisschen um. Gut, von da. Was heißt gut? Von da kam ich. Hier ist nichts weiter Sehenswertes und hey, hier ändert sich die Umgebung. Und ich vermute mal, hier geht es nach draußen. Und wo bin ich gelandet? In einer Wüste? Steppe? Von Dindum. Ja. Das sieht mir nach einer Wüste aus. Oh, die Musik kennen wir. Gelsum. Herrje, was ist mit dir passiert? Hast du dich in der Wüste verirrt? Du musst von der langen Wanderschaft müde sein. Wenn es dir gefällt, so rasse doch hier ein wenig. Ja, es gefällt mir. I like. Damit sage ich wieder, das ist meine Aufnahmesession für heute. Ich bin der Popo. NET. Na dann, tschüss.